Worst Price abzuschließen, brauchen wir noch zwei Missionen. Da wäre die erste hier, man sieht zu oben, Worst Price, erlange das Navi-Segment. Und man kann entweder hier auf der Sternenkarte die markierte Mission auswählen, oder aber wir gehen oben über die Quest-Aktion. Und dann machen wir einfach mal. Und wir fliegen. Endlich staubt es ein bisschen im Weltraum. Dieses Abbrechen geht übrigens mit Space und Enter nacheinander drücken, dann kann man dieses Videosequenzen überspringen. Ja, wir müssen jetzt ja immer noch durch unseren Lot durchlaufen, was sich hoffentlich bald ändern wird. Das ist doch ein bisschen lästig. Mit dem Carrier war das alles schön. Diese explodierenden Fässer sollte man nicht in der Nähe abknallen. Die machen zwar schön die Kisten auf und machen auch Gegner kaputt. Eine Tür, die so aussieht, ist nicht offen. Aber die machen auch ordentlich Schaden an uns dann. Denkt dran, wenn es auf dem Weg liegt, nehmen wir die Kisten mit. Ansonsten ist das gelbe Ding da oben die Mission und da müssen wir hin. Alles andere, wie ich schon mal erwähnt habe, ist praktisch so ein bisschen kontraproduktiv von der Zeit her. Aber wie man sieht, nehme ich jetzt die Sache auch nicht ganz so ernst. Vielleicht geht es mir gerade gut oder ich habe Lust auf irgendwas, ich weiß es nicht. Das ist schon ein paar Tage her. Ja, ein bisschen blind sind sie manchmal auch, die Jungs. Macht nichts, hilft mir. Wir sehen ja wieder Heimlichkeitsbonus. Schadet überhaupt nicht. Wir müssen ja eh noch einiges leveln. Dazu hatte ich ja schon einiges erzählt mit den XP-Punkten. Will ich mich jetzt hier nicht wiederholen. So ungefähr funktioniert's. Falls ihr nicht schon wieder irgendwas geändert haben, beziehungsweise das Vorhaben. 300%. Na, den werden wir nicht kriegen da hinten. Sehen hat er uns noch nicht. Da, aber jetzt. Ha, ha, ha. Blöde Kuh. Kopfschuss. Bin das nicht mal 100% sicher. Was war das hier? Ach, eine Sabotage. Gekackten Keule. Die liegen auf dem Weg, oder? Das zählt. Sabotage. Muss man, glaube ich, irgendeinen Generator oder Reaktor oder irgend sowas zerstören. Das wird sich zeigen, wenn wir dann irgendwann mal da sind, falls der hier aus dem Knick kommt und das ja nicht alles in der Länge zieht. Aber wir brauchen ja so ziemlich alles. Da macht das schon ein bisschen Sinn. Noch dazu, ihr seht ja, ich bin wieder alleine. Obwohl ich das Gameplay auf öffentlich gestellt habe. Aber ich habe es ja schon erwähnt, das sind diese speziellen Missionen hier sind. Die Aufgaben ein bisschen anders als die normalen Missionen, die ähnlich aussehen. Und dazu muss natürlich der andere Jedi, welcher auch ebenfalls gerade die Worst Price machen und auch gerade eben an derselben Stelle sein, mit dem Navi-Segment besorgen, um hier einsteigen zu können. Insofern ist das doch eher unwahrscheinlich, dass hier irgendwer kommt. Müssen wir uns mit uns selbst spielen, müssen wir da, ja. Das klingt ja wieder komisch, na klar. Aber es geht schon. Wir sind ja nicht ganz hilflos, würde ich sagen. Wir haben ja schon Excalibur mit Rang 4. Und die Waffen waren irgendwie alle auf Rang 2 oder 3, weiß ich nicht mehr genau. Ne, Breiten 3, da steht es ja unten. Das ist jetzt noch nicht so prall, aber die Missionen sind ja entsprechend angepasst. Die sind also mit entsprechend leichteren Gegnern vom Level her. Dass wir das halbwegs frustfrei überstehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das noch als Tutorial bezeichnen kann. Ich denke schon. Noch dazu, wo wir ja nicht eine von diesen Missionen bisher gemacht haben. Wie denn auch. Es haben wir gerade das angefangene Spiel. Und müssen uns erstmal rantasten. Wie funktioniert denn da jetzt was? Und wie ist der beste Weg, das zu erreichen, was wir ja erledigen müssen? Und deswegen mache ich ja die Videos, um das euch etwas leichter zu machen. Und zu wissen, was muss ich denn jetzt tun?
Und das ging mir im Laufe der Jahre wirklich oft genug so, das könnt ihr mir glauben, dass ich plötzlich da stand und denke, was denn jetzt? Was wollen die jetzt von uns? Und nirgendwo gibt es eine Erklärung, beziehungsweise irgendwo irgendwelche Hinweise, die denn da an die Sache ein bisschen einfacher machen, beziehungsweise überhaupt erst möglich machen. Tatsache ist, wir müssten jetzt hier diesen Zylinder hochfahren und da ist dieses Navi-Segment drinnen. Das müssen wir da jetzt einfach rausnehmen, für den Fall, dass man aufhört, mit dem Gegner zu spielen. Nun mach. Da, jetzt haben wir es an uns hinten. Und dann müsste jetzt eigentlich in der Minikarte oben irgendwann das Grüne auftauchen, das uns sagt, da ist der Ausgang. Erzähl du ruhig noch ein bisschen. Die Lotus mit ihrer Quatscherei. Oh, das ist manchmal lästig. Ah, jetzt verstehe ich. Ach, hier steht's ja gerade. Wir können jetzt uns also aussuchen, entweder zum Missionsende zu gehen oder etwas weiterzumachen. Wäre praktisch der erste Teil der Mission wäre erfüllt und wir könnten jetzt aufhören, weil ja das grüne Zeichen erscheint, weil wir unser Ziel haben. Oder wir machen einfach weiter und diese Rettung dieser Kolonisten, das ist dann die Stelle mit dem Reaktor. Das sind übrigens auch versteckte Räume hier, die muss man erstmal finden. Habe ich lange Jahre nicht gefunden. Und ich habe mich dann halt entschieden, das zu machen. Natürlich haben wir dann da noch ein paar mehr XP. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche andere Vorteile gibt innerhalb des Spielverlaufs. Dass wir das jetzt so gewählt haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein neues gelbes Zeichen da oben drin. Das wäre hier diese Konsole. Damit ist ja in etwa klar, was man machen muss. So, und jetzt wird es schwierig, weil wir müssen jetzt hier diese Glaszylinder abschießen. Diese Anordnung hier von diesen Glaskörpern muss man zerschießen. Und wenn das passiert ist, bei manchen Sabotagemissionen brennt dann hier die Luft und wir müssen dann so schnell wie möglich aus Reichweite. Ah, das war's schon. Ihr seht, das ist jetzt alles so rot. Und da kann man dann irgendwann auch sehen, dass wir Schaden nehmen am Leben. Also schnell wie möglich Richtung Grün. Weil erledigt ist es ja sowieso. Wir brauchen es damit kein mehr anlegen. Einfach weg hier. Es ist schon noch ein Stückchen, aber die Missionen werden eben mit höherem Level, Schwierigkeitsgrad, auch um einiges länger. Und da hat man dann schon noch ein paar Meter zu laufen, ehe man dann hier am Ende ist. Hier stehen meistens noch irgendwelche Kisten. Da hat man wieder Erfahrung gesehen. Und wenn wir immer da sind, können wir die ja mitnehmen. Nützt ja nichts. Brauchen es ja. So, damit wäre das Navi-Segment erledigt. Jetzt müssen wir das wahrscheinlich bloß noch einbauen. 180 Endo hat sie. Das ist ja nicht mal so schlecht. Ja, der Rest ist vernachlässigbar. Wobei Kredits auch nochmal knapp 8000 auch nicht so schlecht war. Ein bisschen gelevelt haben wir noch. Minimal Excalibur Rang 4. Die Waffen auch Rang 4. So, jetzt zeigt uns ja dieses Zeichen, was wir machen müssen. Wir installieren jetzt das Navi-Segment und damit wäre jetzt die Mission so gut wie erledigt. Allerdings kommt jetzt noch ein Pferdefuß und das wäre, stelle dich, Captain Vaughn. Den Captain Vaughn müssen wir noch mehrfach machen, sagte ich anfangs schon. Weil das hier ist der Vaughn, der zur Quest gehört mit Level 2 bis 5 und dann gibt es ja noch, um die Erde freizuschalten, noch die eigentliche Mission mit dem Boss und da hat er glaube ich 7 bis 10 oder so. Tatsache ist, wir machen das jetzt erstmal noch nicht, weil wo es doch nicht so ohne weiteres ist, nun mal ein Boss zu knacken und da werden wir jetzt erstmal das allererste Mal ein Mod verhübschen, ein Mod aufwerten. Ich habe ja bloß die Umlenkung drauf. Umlenkung ist ja Schildkapazität. Ihr seht, die meisten Sachen sind alle noch beschädigt und das lohnt sich auch nicht wirklich von Platz her. Wir haben hier bloß noch zwei Punkte frei. Wir wählen also die Umlenkung aus. Oben links aufs Fusion klicken
Und hier mit dem Pluszeichen, seht ihr, dann passiert links dort die sagte, von 40 auf 120% hätten wir den aufgewertet. Also machen wir 120% mehr Schild. Und dann einfach auf die Fusion. Ihr seht dann oben, wie das Endo abnimmt, beziehungsweise welche Menge Endo gebraucht wird. Und aufgrund dessen ist dann sowieso eine natürliche Begrenzung. Von 160 auf 240, aha, und wir haben noch einen Punkt frei. Fusion, jawohl. Da wir auf dem Slot sind, auf dem polarisierten Slot, heißt das praktisch zwei Punkte. Wir hätten 200 mehr Schild, kostet 120 Endo und 5000 oder fast 6000 Credits. Damit hätten wir jetzt unsere Umlenkung viermal aufgewertet. Ihr seht das an den Punkten, die da unten leuchten. Und hätten 320% mehr Schild. Ist das Einzige, was meiner Meinung nach jetzt hier so ein bisschen Sinn macht. Weil Schild lädt sich selbst wieder auf. Wenn wir nachher ans Leben kommen, dann das Leben bleibt klein. Und wenn, dann braucht es nachher nicht mehr viel für den Gegner. Aber das Schild, wie gesagt, lädt sich auf. Deswegen fand ich das als beste Lösung. Dass wir das größer machen, dass es, wenn das mal angeschlagen wird, wir uns einfach ein bisschen im Kreis drehen und eine sichere Ecke suchen und dann wird das wieder aufgeladen, was ja halt mit dem Leben nicht passiert. So, den Rest kann man nicht viel tun. Dann werden wir uns die Mission einfach mal anschauen. Dann sage ich gleich noch ein bisschen was zu War als solchem. Daran ändert sich ja nichts. Ob der jetzt stärker wird oder nicht. Hier wird wohl auch niemand dabei sein. Aus den gerade eben genannten Gründen. Jetzt müssen wir uns erstmal dahin finden und das lebendig. Hier zeige ich euch noch ein paar Stellen für dieses Westermoos, das man später braucht in der Titania-Quest. Das ist nämlich hier eins. Und gleich daneben ist noch eins. Sollte man schon mal wissen. Ein paar Schaltkreise. Ach, ein Steuermodul. So, jetzt leg dich nicht mit den Leuten an. Wir müssen da relativ unbeschadet bis dahin kommen. Ihr sagt uns dann natürlich, dass hier wir zeichnen wird, wo es lang geht. Manchmal ist das allerdings ein bisschen sehr verwirrend, finde ich. Dass hier die Minimap ist nicht so ausgereift, meiner Meinung nach. Die hat mich schon ein paar Mal in April geschickt. So, na dann. Wir gucken immer mal so mit einem Auge auf die Minimap, damit man so in etwa die Wege sieht, wo es lang geht. Hier ist auch noch ein Westermoos. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeige. Zeige ich das? Los, zeig's. Ach nee, wir wollen ja einfach nur schaffen. Das dürfte jetzt schon sein gleich. So wie jetzt der Raum aussieht. Sind wir schon fast da? Ja, hier ist das. Da ist er und macht sein Sprüchlein. Ja, ja, wir sind alle so böse. So, und jetzt müssen wir hin und den erstmal auf den Rücken legen, den Kleinen. Und das wird natürlich mit unserer Bewaffnung, trotzdem ja nur in Rang 1 ist, nicht ganz so leicht. Captain War, den Boss müssen wir dreimal killen. Ihr seht jetzt da, das war jetzt sein Schild, das ist das Gelbe. Der hockt sich dann in so einen Kreis hier. Ein Terminator-Ring, sage ich immer. Und während er das macht, da lädt er so seine Energie auf und sein Schild, ruft er so ein paar andere Gegner herbei, die sich dann so lange mit uns beschäftigen. So, das wäre jetzt das zweite Mal, dass er sich da einkapselt. Da sieht man das noch rechts, links. Ja, das klappt schon, denke ich. Ja, habt ihr gesehen? Wir sind Schild gerade so unter 50. Wenn wir jetzt so viel Schild hätten wie vorher ohne Aufwertung, wären wir jetzt wahrscheinlich schon lange abgegangen. Wenn der Captain War macht, jetzt nicht den in der Quest hier, sondern den normalen, der lässt ja Blaupausen fallen für die Seher und noch so diverse schöne. Da war nochmal ein Westermoos. Mods. Ich glaube noch irgendwie Morphide oder Neurode, irgendwas kann da noch sein. Also da, wo ihr ihn gekillt habt, immer mal noch kurz im Kreis laufen, falls ihr das nicht automatisch gekriegt habt.
was der hat da fallen lassen. Wenn ihr einen Carrier habt oder euch einen Wächter, der dann nachher mit dem Lotansaugen ausgerüstet ist, braucht ihr das natürlich nicht mehr. Ich nur so als Hinweis. Ich habe nämlich anfangs schon einige, weil ich nicht wusste, dass die da was fallen lassen, schon einige Sachen verpasst, weil ich einfach nicht nochmal danach geguckt habe. Und das wäre ja schade drum. Hier ist nochmal so ein Westermoos für die Titania-Quest, aber die muss erst noch verdient werden. Das dauert noch ein bisschen. So. Hier mal noch ein bisschen absahnen. Und das war's. Was war denn die Quest? War's Price. Ja, von Levelpunkten nicht wirklich ergiebig. Und auch Credits, na gut, 10.000, 11.000. Ist schon okay. Kann man erstmal haben, warum nicht? So. Ich denke, das wird es gewesen sein. Ja, noch nicht ganz. Ja, jetzt kommt erstmal ja noch der Questabschluss, in dem sie uns alles erklärt. Was ist denn hier alles so schön? Ja, wir haben uns befreit. Das könnt ihr ja selbst lesen. Ich denke, das ist dann für das Spiel die Beendung des Tutorials. Und wir hätten es jetzt fest. Hier auf dem Radar Quest sieht man dann die einzelnen Quests, die wir noch haben. Können dann da noch gucken, was und wie. Das habt ihr gesehen an den Fragezeichen. Es gibt hier noch einige. Und die meisten davon werden eigentlich mit dem Freischalten der Brücken der Planeten erst für uns freigegeben und sind dann hier über diesen Reiter erreichbar. Jo, ich denke, das hat man schon.